Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio Live Telefon Talkshow hier mit der Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, was Persönliches oder was Allgemeines, was Politisches, wie die Renten vielleicht, über die Rentenkürzung. Also was auch immer, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder faxt unter 0800 220 50 51. Erste Anruferin heute Nacht ist Jenny, die ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jenny. Um was geht's? Ja, und zwar geht's darum, dass ich seit 3 Jahren verheiratet bin. Mhm. Mit meinem Mann 2 Kinder habe. Ja. Und mein Mann mich seit der Geburt unseres Sohnes total ignoriert. Wie lange ist das her? Das ist jetzt 9 Wochen her. Ja. Was heißt denn total ignoriert? Ja, also er schläft den ganzen Tag. Ich muss den Haushalt alleine machen, muss mich um beide Kinder kümmern. Ja, also er geht nicht arbeiten, er hat keinen Job? Genau. Ja. Er kümmert sich um nichts. Er kommt nachts besoffen nach Hause. Ja. Er hat mich bis jetzt auch schon einmal geschlagen. Und das alles jetzt nach der Geburt des letzten Kindes? Genau. Er wollte das Kind eigentlich nicht. Ach so. Aber ich meine, dafür kann das Kind nichts. Und, nee, beileibe nicht. Das heißt, vorher, bevor du schwanger warst, das zweite Mal schwanger warst, war alles in Ordnung und es war eine gute Beziehung, er war zärtlich, es war innig. Ja, also er kümmert sich auch seit der Geburt nicht mehr um unsere große Tochter, zu der er eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis hatte. Ja. Sie war immer seine Prinzessin und... Ist alles vorbei? Ja. Während der Schwangerschaft, war er da auch schon merkwürdig? Er ging immer weg, ja, er kümmerte sich nicht um mich oder hat gefragt, wie geht's dir? Hat er nicht gefragt? Nein. Nee. Das heißt, er war sicher dann auch nicht mit im Krankenhaus, oder? Nein. Mhm. Gab es denn eine Auseinandersetzung zwischen euch, als du zum zweiten Mal schwanger warst, dass er gesagt hat, nee, ich will es nicht, lass es abtreiben? Ja, ja, genau. Ich habe ihm dann aber gesagt, dass ich schon im 5. Monat bin, dass ich nicht mehr abtreiben kann. Mhm. Warum hast du es so spät gesagt? Ich habe es erst so spät erfahren. Mhm. Du hast aber es nicht vorher gemerkt? Genau, aber ich hätte sowieso nicht abgetrieben. Ja, kein Thema für dich? Nein. Mhm. War das so ein Betriebsunfall, in Anführungszeichen? Ja. Ja. Mhm. Und er verhält sich jetzt gegenüber dem älteren Kind seiner ehemaligen Prinzessin auch völlig abweisend. Ja. Mhm. Also er kümmert sich nicht um sie. War das auch schon so während der Schwangerschaft oder hat das jetzt auch angefangen mit der Geburt, nach der Geburt? Nein, also es hat erst nach der Geburt angefangen. Also der Mann hat sich komplett verändert. Danach, kann man sagen. Und das geht jetzt seit 9 Wochen so. Ja. Da musst du doch völlig irritiert sein, traurig, zornig. Ja, also ich meine, ich habe Angst, dass er vielleicht irgendwann die Kinder schlagen könnte. Mhm. Ich meine, ich... Wie alt ist er? Er ist 25. Ja, du 24. Hast du denn jetzt mal so richtig dich mal mit ihm hingesetzt und hast geredet? Hast gesagt, ja, pass mal auf, was ist denn los? Ich habe es einmal versucht, aber das war da, wo er mich dann halt geschlagen hat. War er da besoffen oder war er... Ja. Er war besoffen. Gut, aber du sollst das Gespräch vielleicht auch nicht anfangen, wenn er besoffen ist. Dann kann man gar nicht mit ihm reden, weil er meist dann schläft. Hm. Dann kriegt man ihn nicht wach. Gut, aber irgendwann steht er doch mal auf und ist dann auch wach. Und dann kannst du sagen, hier, pass mal auf, wir müssen mal richtig Tacheles reden beide miteinander. Ja, also er sagte dann, ja, ich komme früher nach Hause und dann können wir reden. Ja, er kam zwar früher nach Hause, aber er war dann auch halt besoffen. Nee, dann musst du sagen, nee, nicht nachher, wenn du nach Hause kommst. Wir reden jetzt, nachdem du aufgestanden bist. Ja, ich weiß, aber ich habe ja auch beide Kinder, die da rum. Mhm. Und ich will nicht, dass die beiden das so mitkriegen. Ja. Er hat dich dann, als du das angesprochen hast, hat er dich geschlagen? Ja. Wie hat er dich geschlagen? Ja, also er hat meine Arme mir auf den Rücken gedreht und hat mich erst gefragt, was ich überhaupt von ihm will. Ich meine, ich schieb's immer darauf, dass er war ein Heimkind, er hat schwer gehabt und... Nee, das
ist für mich überhaupt kein Grund. Es gibt so viele Menschen, die eine schwere Kindheit hatten und sich dennoch dann ordentlich im Leben verhalten und vor allen Dingen in einer Beziehung sich vernünftig verhalten. Das ist keine Rechtfertigung dafür. Ja, das weiß ich selbst, aber ich schieb's immer drauf. Und ja. Deswegen haben sich auch meine Eltern, meine Freunde, meine Geschwister von mir halt abgewendet, weil er jeden droht. Du hast gerade gesagt, er hat denn die Arme auf dem Rücken zusammengedrückt? Genau. Und hat dir eine geschlagen mit der Hand? Ja, also er hat mir mit der Faust ins Gesicht gehauen. Mhm. Hat er sich danach entschuldigt am nächsten Tag? Nein. Auch nicht? Mhm. So, Jenny, jetzt musst du das unternehmen, das geht nicht so weiter. Ja, ich weiß. Aber ganz schnell. Es deutet sich ja fast schon alles darauf hin, dass du weg musst von dem. Ja. Ich weiß, wie grauenhaft das ist, zwei Kinder. Aber was ist denn da los? Der benimmt sich ja unter aller Sau. Ja. Er hat Verantwortung zu tragen. Er ist Papa von zwei Kindern. Er hat nichts zu tun. Er könnte dir den ganzen Tag helfen. Er pennt und säuft und schlägt dich. Ich bin ja auch überfordert ein bisschen mit den Kindern. Ich meine, ich muss den Haushalt machen. Ich muss die Kinder versorgen. Mhm. Also, du sagst, ich frage das jetzt nochmal, du sagst, du hast gar keine Möglichkeit, mit ihm richtig normal zu reden, weil er ist dann... Nein. So, ich denke jetzt dieses eine Mal, dann kriegen die Kinder das halt irgendwie ein bisschen mit oder das kannst du vielleicht ein bisschen anders drehen, dass sie es vielleicht dann doch nicht mitbekommen. Mhm. Finde ich, solltest du ihn schon ansprechen sagen und ihm die Pistole auf die Brust setzen und sagen, pass mal auf, wenn du jetzt nicht redest, wenn wir jetzt nicht reden, dann gehe ich. Ich muss wissen, was los ist. Er hat mir gesagt, wenn ich ihn verlasse, nimmt er mir die Kinder weg. So, dann verlässt du ihn vorher mit den Kindern. Das musst du machen. Ja, ich weiß, aber ich habe halt keinen, der mir helfen kann mit den Kindern oder halt überhaupt. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt vor einem Berg von Problemen stehst. Bei der Vorstellung, wie mache ich das, wo gehe ich hin und wie organisiere ich das alles? Richtig. Da werden wir dir jetzt versuchen, ein bisschen zu helfen, was in unseren Möglichkeiten steht. Nämlich mein Psychologe wird dich jetzt gleich zurückrufen und dir da einige Tipps und Ratschläge geben. Mhm. Was ich von meiner Seite aus nochmal sagen will, Jenny, oder es auch nochmal unterstreichen will, lass das nicht mit dir machen. Mhm. Auch wenn dieser Weg jetzt ganz schwer ist, erstmal, und der erste Schritt sehr kompliziert ist, es ist der richtige Schritt. Das darfst du dir nicht gefallen lassen und das darfst du nicht mit dir machen lassen. Das ist ganz schlimm und ganz entwürdigend, was er da anstellt. Ich meine, ich habe ja auch Angst vor ihm. Mhm. Ist mir klar. Ist mir aber klar. Ich gehe halt nicht halt wegen den Kindern, aber ich meine, irgendwann würde er die Kinder vielleicht auch schlagen und dann... Eben. Nein. Das ist kein Zustand. Das muss ich verhindern. Ja, das musst du verhindern. Du trägst eben auch die Verantwortung für deine Kinder. Nicht nur für dich. Mhm. So, jetzt legst du auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an und ihr könnt dann in Ruhe sprechen und er kann dir Ratschläge geben, wie du das einfädelst und an wen du dich vor allen Dingen wenden solltest, ganz schnell. Okay. Okay, alles Gute und toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war die Jenny. Telefonnummer 0800 220 5050, heute eine freie Themennacht. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, ich bin nicht so wie ihr. Und wer sich da angesprochen fühlt von euch, wer von euch sagt, ja, ich bin nicht so wie ihr alle da draußen, ihr Normalos, was man so normal nennt, ich bin irgendwie anders. Ich funktioniere anders, ich habe eine andere Lebenseinstellung, ich sehe vielleicht anders aus, ich lebe auch völlig anders. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann meldet euch morgen und wir reden miteinander. Also ich will morgen mit Außenseitern eigentlich reden, mit Leuten, die nicht so ins Normbild unseres Umfeldes und unserer Gesellschaft passen. Thema morgen heißt, ich bin nicht so wie ihr. Jetzt ist die Anita hier und Anita ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Anita. Ich brauche ganz dringend deinen Rat. Es geht darum, ich bin seit 31 Jahren verheiratet. Oh, lange Zeit. Habe, ja, sehr lange. Relativ auch noch glücklich, aber auf der anderen Seite auch sehr unglücklich. Ich habe drei gesunde, wundervolle Kinder, die ich abgöttisch liebe. Im Alter von? Von bis? 29, 27 und der Jüngste wird 22. Die sind also quasi aus dem Haus alle?
der Jüngste lebt noch im Haus und den möchte ich auch noch ganz gerne ein bisschen behalten, weil das doch sonst sehr einsam ist. Ja. Außerdem habe ich noch zwei kleine Yorkshire, wo ich mein Herz dranhänge. Ja, Domian, es hört sich wirklich ganz schlimm an, aber meine Yorkshire geben mir die Liebe, die mir mein Mann nicht gibt. Oh, das hört sich... Seit 10 Jahren bettel ich um Liebe, um Anerkennung, um einmal in Arm genommen werden, um gestreichelt zu werden. Seit 10 Jahren? Ja, seit 10 Jahren. Das heißt, seit zehn Jahren gibt es... Nein, seit 10 Jahren kein Sex? Nein. Seit 10 Jahren kein Sex? Seit zehn Jahren keine Streicheleinheiten? Nein, gar nichts, überhaupt nicht. Ihr schlaft aber in einem Ehebett? Wir schlafen zusammen in einem Bett, aber wie Bruder und Schwester. Wenn du mal so ein bisschen an ihn rankuschelst oder so, wie verhält er sich dann? Raus aus meinem Bett, verschwinde und dann schmeißt er mich aus seinem Bett raus. 10 Jahre geht das so? Ja. Das geht 10 Jahre so. Domian, ich habe meiner besten Freundin jetzt im Sommerurlaub mich anvertraut, weil ich stehe kurz vor einem Kollaps. Mhm. Ich träume nachts die wildesten Träume. Mhm. Und ich möchte jetzt von dir wissen, was hältst du davon, wenn ich mir einen Liebhaber suche? Ich brauche den Sex. Ja, ehrlich. Ja. Mann, jetzt lass uns erstmal, ich will nochmal die Situation ein bisschen näher noch verstehen. 10 Jahre kein Sex, 10 Jahre keine Streicheleinheiten, gar nichts. Das heißt, du hast die erste Zeit wahrscheinlich dich darum bemüht, bist immer wieder abgewiesen worden und... Genau. Und irgendwann hört man dann auch auf, ne? Ganz genau. Ich will dir ein Beispiel sagen. Letztes Jahr im Urlaub, ich habe also teure Badeöle mir gekauft, habe mich also toll gebadet in Badeölen, habe mich also schön eingecremt, habe mir ein schönes Nachthemd angezogen und habe mit allen Künsten, die eine Frau wirklich aufwarten kann, alles Mögliche. Ich habe also angefangen zu streicheln. Er hat sich umgedreht, ist vom Bett ausgestiegen und hat gesagt, lass mich in Ruhe, leck mich am Arsch. Ich kam mir vor, als ob mir eine gescheuert hatte. Das habe ich 3-mal gemacht. Ja. Und das ist ein Schlag unter der Gürtellinie. Frage ich mich sowieso schon, wie du das 10 Jahre ausgehalten hast. Ja, das in einer so demütigen Situation für dich. Ja, ne? Das frage ich Hat er eine Freundin? Das glaube ich nicht, dafür ist er viel zu faul. Was macht er mit seiner Sexualität? Hör mal, sind die Terrier da? Ja, einer ist hier. Ich höre, dass die japsen immer zum Hintergrund. Was ist der doch? Hat Husten. Ach, der Arme. Ja. Soll er mal einmal kräftig durchhusten? Ja, ich habe ihn jetzt hochgenommen. Entschuldigung, Domian. Macht nichts. Was macht er mit seiner Sexualität? Ich denke mal, dass er geht öfters abends nachts auf die Toilette, wenn ich schlafe, dass er sich da unten also selbst befriedigt. Wie machst du es? Befriedigst du dich selbst auch? Gar nicht. Überhaupt nicht, gar nicht. Warum nicht? Nein, weil ich bin so erzogen worden, das ist Sünde. Ach. Ja, ich habe heute schon im Vorgespräch zu deinem sehr netten Kollegen, sehr nett gewesen. Ja. Ich habe das immer schon verurteilt. Ich habe das auch als junges Mädchen nicht gemacht. Ja. Ich finde auch meinen Körper abstoßend, obwohl ich also eine sehr attraktive Frau bin. Das kann ich also wirklich durchaus sagen. Also halt mal eins fest. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass das eine Sünde ist, wenn man sich selbst befriedigt. Ja. Überhaupt nicht. Ich finde, das ist der größte Humbug, den die Kirche und die Kirchen uns früher eingebläut haben und den die Menschen verunsichert haben. Mhm. Ich glaube, der liebe Gott, so es ihn gibt, hat uns den Körper gegeben und es ist nicht schlimm, wenn man Spaß mit dem eigenen Körper hat. Da müssen wir eigentlich gar nicht mehr drüber diskutieren. Mhm. Finde ich. Mhm. Ne? Ja. So, aber jetzt zu dem Grundding. Du überlegst jetzt, einen Liebhaber dir zu holen. Ja. Das ist dann nicht Sünde. Nein, ich weiß, das ist richtig. Ich meine, deswegen habe ich das ja auch schon, deswegen habe ich es auch 10 Jahre vor mich hingeschoben. Aber Domian, ich bin ja nun auch in den Wechseljahren und ich habe auch da schwer mit zu tun. Und ich komme aus dieser Krise nicht raus, weil ich überhaupt keine Streicheleinheiten bekomme. Finde ich völlig verständlich. Und du bist eine Frau von 49 Jahren, das ganz ist ein gutes Alter, wo man natürlich, was für eine Frage überhaupt, auch große Bedürfnisse noch hat, auch die Sexualität genießen möchte. Was hält dich denn in der Ehe? Was mich in der Ehe hält, das ist mein jüngster Sohn. Gut, der ist aber bald raus. Bald aus dem Haus raus, richtig. Ja. Wir haben uns sehr viel aufgebaut. Ja. Es ist ein bisschen verzickt. Mein Mann hat damals ein Haus geerbt. Ich zahle es mit ab und habe meine Anteile auf die Kinder überschrieben. Ich würde also vor dem Nichts stehen. Damit könnte ich aber leben. Mhm. Also das wäre gar nicht das Schlimmste.
Nur ich denke mal, ich habe damals gesagt, in guten und in schlechten Zeiten. Aber ich habe ja jetzt 10 Jahre schon schlechte Ich finde, du hast schon genug ertragen. Und genug des Martyriums. Wie ist denn so das alltägliche Miteinander? Funktioniert das wenigstens? Oder lebt ihr eigentlich auch so nebenher quasi? Und ja, ich würde sagen, wir unterhalten uns ganz normal. Ja. Wenn es aber um irgendwelche Sachen geht, also sagen wir mal um finanzielle Sachen, dann schiebt er mir das in die Schuhe, dann bin ich immer die Doofe, die Bekloppte, Aha. die überhaupt keine Ahnung hat. Er ist immer der Gute und der Feine. So. Und unterhalten wie Bruder und Schwester. Ja, also letztendlich kann man davon eine Ehe nicht mehr sprechen. Ist richtig. Ja. Mhm. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du gehst quasi den geheimen Weg und suchst ja irgendwo eine Affäre. Ja. Oder du gehst den offenen Weg und sagst ihm, stellst ihn vor die Alternative und sagst, pass mal auf, ich kann so weiter nicht leben. Lass uns ein Arrangement treffen. Ja. Entweder wir trennen uns oder wir sagen uns gegenseitig, wir geben uns etwas Freiheiten und jeder kann so ein bisschen seine Wege gehen. Ja, das habe ich ihm schon vorgeschlagen. Hast du ihm schon vorgeschlagen? Habe ich ihm gesagt. Und was hat er da gesagt? Ja, ich soll meinen Koffer nehmen und soll verschwinden. Oh. Das war seine Antwort, ja. Ich soll ihm am Arsch lecken und soll verschwinden. Das sind seine Worte. Hör mal, Anita, dann solltest du bei dem Typ aber wirklich nicht mehr bleiben. Und ich meine, wenn Dann solltest ich mal, du, lass mich mal sagen, also wenn ein Mann so reagiert, so schroff reagiert, das heißt ja im Klartext, du, Anita, bist mir scheißegal. Ja, das denke ich auch. Heißt das ja? im Klartext? Ja. Dann würde ich, auch wenn es kompliziert ist, du hast es gerade angedeutet, materiell und so, würde ich meine Sachen packen und gehen. Und du bist eine gestandene Frau von erst 49 Jahren. Sieh es als zweite Lebenschance, als Neuanfang für eine zweite große, schöne Lebensphase. Das haben mir meine Kinder auch schon. Meine Kinder sagen, Mama, du siehst nicht wie 49 aus, du siehst wie 35, Anfang 40 aus. Na siehst du. Mama, mach was aus deinem Leben. Meine Kinder sagen, Mama, du kannst nicht so leben. Mein Mann sagt, du musst so leben, bis dass du stirbst, Domian, und das möchte ich nicht. Nee, das musst du auch nicht, das finde ich auch nicht. Das ist eine infame Sache, jemandem das sozusagen, wie dein Mann dir das sagt. Nein, das musst du nicht. Was ist denn das für ein Leben? Wenn du jetzt geheim dir einen Lover nebenher hältst, dann hast du diese kaputte Ehe weiter zu Hause, hast vielleicht auch noch die Angst, dass das irgendwie durchsickert und dann noch größere Probleme entstehen. Nein, das ist es alles nicht. Raus. Also du meinst also richtig klare Verhältnisse. Klare Verhältnisse, raus aus dieser Ehe. Wenn man so von dem Partner behandelt wird, wie du es gerade geschildert hast, ist er es nicht wert, dass du dich noch weiter um den kümmerst. Okay, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich, Domian. Du hast mir sehr damit geholfen. Ich hoffe. Ich bedanke mich und ich musste einfach mal einen Rat haben. Ich wusste mir sonst nicht zu helfen. So, und ich drücke dir die Daumen und wünsche dir viel Kraft, weil das ist schon eine harte Sache jetzt erstmal, glaube ich. Ja, klar, aber ich denke mal, ich bin sehr eingebettet. Ich habe also einen sehr guten Arbeitgeber, wo ich 36 Jahre schon tätig bin. Achso, du bist sogar berufstätig? Ja, ich bin berufstätig. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Ich bin berufstätig und also ich bin nicht finanziell von meinem Mann abhängig, überhaupt nicht. Ja. Und wie gesagt, also... Geh auf Wohnungssuche. Such dir eine schöne kleine Wohnung oder eine schöne Wohnung. Ja. Und so weiter. Fädel alles ein, was jetzt nötig ist, einzuhedeln. Okay, dann bedanke ich wünsche dir alles Gute. Ich bedanke mich und darf ich dich nochmal anrufen, wenn es geklappt hat? Gerne, sehr gerne, Anita. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank, Domian. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, tschüss. 0800 220 5050, morgen heißt unser Thema, ich bin nicht so wie ihr. Ich möchte mit Menschen sprechen, die von sich aus sagen, ich bin anders, ich bin Außenseiter, ich funktioniere nicht so wie die Norm oder was normal ist. Und wir sind morgen übrigens als Hinweis 10 Minuten später im Fernsehen, im Radio bei 1 Live, fangen wir pünktlich an. Matthias, 24. Damian? Domian. Hallo Matthias. Hallo. Um was geht's? Ja, ich habe das Tourette-Syndrom. Ja. Also ich bin jetzt 24, hat sie gesagt, und das habe ich seit ich 17 bin. Ja. Und am Anfang, ich weiß, da konnte ich damit gar nicht umgehen. Mittlerweile geht's. Wie erklären mal den Leuten, die das vielleicht nicht wissen, was das ist? Ja, ich habe so Ticks halt, so nennt man das. Das heißt, das Gesicht zuckt schon mal? Das Gesicht zuckt und in manchen Situationen dann
schreit, fängt man einfach an, irgendwas zu schreien. Ja, und du sagst zwischendurch auch schon mal Sachen, das könnte vielleicht jetzt im Gespräch auch passieren. Ja, ich hoffe nicht. Ist also, egal. Ist mir nämlich unangenehm. Nee, ist egal. Du schreist dann irgendwie ganz schnell irgendwas raus und redest normal dann weiter. Ja, ne? Das ist einfach, als ob das, ich weiß nicht, also wie so eine Platte, die springt auf einmal und dann läuft es normal weiter. Hörst du? Nimmst du das eigentlich selbst auch wahr, wenn du sowas rausbrüllst? Ich hab keinen Einfluss darauf, was ich sage. Also ja, aber ich merke, dass es passiert, aber... Ja, du merkst, dass es passiert und du hörst es auch. Ja, ja. Was sind das für Dinge, die du dann so ausbrüllst, ganz kurz? Ja, entweder einfach nur irgendwelche Laute. Ja. Und früher war es extremer, dann kommen halt so Schimpfwörter und sowas. So ja. Obszöne Sachen. Obszöne Sachen, das hört man manchmal. Das sollte dann... Man hört es wirklich, dass jemand dann irgendwie wirklich ein ganz, ganz vulgäres Wort sagt. Ja, genau. Ja. Seit deinem 17. Lebensjahr hast du das. Genau, nach der Pubertät oder Ende der Pubertät hat das angefangen. Mhm. Ist das für dich jetzt eine besondere Stresssituation, mit mir hier zu reden? Ja, bei mir ist es komischerweise so, wenn ich unter Stress stehe, dass ich dann sowas eher nicht habe. Ach so. Das heißt also, wenn du entspannt zu Hause ein Buch liest? Ja, wenn man gar nicht damit rechnet eben. Ja. Ach, das passiert also auch, wenn du ganz alleine bist? Genau. Zum Beispiel, du liest und dann kann es sein, dass du plötzlich so ein Wort sagst, brüllst. Genau. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ja, ich bin Student. Was studierst du? BWL. Ja. Ist das nicht schwierig in der Vorlesung oder im Seminar? Auf jeden Fall. Also am Anfang war das ganz extrem, dann war es natürlich, da wusste man ja, okay, jetzt gehst du da rein und dann gucken dich die Leute an, wenn du sowas machst. Und mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, so dass es... Die kennen dich ja wahrscheinlich jetzt auch schon, ne? So jemand, der da vorne schreibt, ja. Kleine. Wissen sie Bescheid, ja. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor, die Situation auszuhalten, wenn man in einem Hörsaal sitzt, wo vielleicht ein paar hundert oder tausend Leute sind und plötzlich schreit. Man ist selbst verantwortlich dafür, dass man schreit und den Professor unterbricht. Ja, das war aber mehr am Anfang das Problem. Also die kennen mich ja jetzt alle und die wissen dann auch darüber Bescheid. Also da wird nicht mehr so viel gelacht. Also die haben gelernt, damit umzugehen. Ja. Das Schlimme ist halt in der Öffentlichkeit, wenn Leute dich nicht kennen. Kannst du ins Kino gehen? Ja, hingehen kann ich schon, nur... Tust du's? Ja, das ist eben auch das Problem, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, also mit meiner Freundin. Mhm. Ich habe seit anderthalb Monaten einen. Mhm. Ja, und dann am Anfang, also die wusste das von Anfang an und einmal ist sie mit mir ins Kino gegangen und dann, das weiß ich nicht, dann ist das halt passiert öfters und dann ist sie nachher rausgegangen und ich bin hinterher und seitdem will die nicht mehr mit mir rausgehen. Also mit dir irgendwo hingehen? Ja. Das heißt, es ist für dich auch schwierig, in ein Konzert zu gehen oder ins Theater, also überall, wo es so ruhig ist? Ja, überall, wo es ruhig ist, ja. Mhm. Die Freundin hast du seit anderthalb Monaten, sagst du. Monate. Wie hast du sie kennengelernt? Und wo? Das war in einer Bar. Hast du sie angesprochen? Nein. Also dort fehlt mir echt das Selbstbewusstsein. Ja. Ja, sie hat mich angesprochen. Also ich muss dazu sagen, ich sehe, von außen sieht man das ja nicht, sieht man das ja nicht an. Nee. Ja. Aber wenn man ein paar Sätze mit jemandem geredet hat, merkt man es schon, finde ich. Ja. Ja, meine ich. Die ich bisher kennengelernt habe, habe ich relativ schnell gemerkt. Aber da wird es wahrscheinlich auch graduelle Unterschiede geben. Ja, ist eben von Fall zu Fall total verschieden. Wie war es denn bei dir? Hat sie das denn gleich gecheckt? Ja, sie hat mich angesprochen. Dann haben wir zwei, drei Sätze geredet und dann habe ich das auch gleich gesagt, weil ich nicht wollte, dass ich einfach losschreie und dann sie sich dann umdreht und weggeht. Wie hat sie darauf reagiert, als du gesagt hast, ich habe das Tourette-Syndrom? Ja, die hat gesagt, dass sie schon davon gehört hat. Und aber ja. Und dann habe ich ihr das erklärt. Mhm. Und das war dann weiter für sie kein Problem? Ja, so schien es am Anfang. Das heißt, irgendwie schämt sie sich jetzt doch ein bisschen. Ja, so sieht es aus. Und ich sitze auch in der Zwickmühle, weil ich das ja gar nicht, wenn ich Medikamente nehme, dann bin ich einen Tag über zugedröhnt. Also im Ausland, da gibt es ja noch diese Therapie mit Marihuana. Aha. Das habe ich auch schon mit meinem Freund Alexander ausprobiert. Aha. Also sind wir so auf eigene Faust nach Holland gefahren. Das hat auch halt beruhigend gewirkt, aber ich meine, das ist ja auch kein Ding. Das kann ich ja hier in Deutschland nicht machen. Nee, das ist auch keine Lösung, sich jeden Tag zuzudrücken. Oder die Tabletten genau dasselbe. Würdest du denn alleine ins Kino gehen, wenn auf keinen Fall, nein. Auf keinen Fall, ja. Aber das tut dir ein bisschen weh und das schmerzt dich, dass deine Freundin gesagt hat, ich will nicht mit dir in die Öffentlichkeit gehen. Das ist enttäuschend halt. Mhm. Ah.
Ist es auch so, dass sie nicht mit dir in die Kneipe oder ins Restaurant will? Ja, jetzt in der letzten Zeit schon. Aber das haben wir früher halt öfters gemacht, weil da fällt es nicht so auf. Also, weil das halt der Lärm von der Umgebung. Ja. Aber du hast schon so den Eindruck, dass sie immer vorsichtiger wird und dass ihr das immer mehr peinlich ist. Ja, das mit dem Kino hat ja ziemlich zugesetzt, glaube ich. Ja, ja. Wenn ihr beiden so alleine seid zu Hause, dann ist alles okay. Ja, ich versuche das schon zu unterdrücken. Früher dachte ich, sie kann damit umgehen, jetzt habe ich so ein unangenehmes Gefühl dabei. Ja, das ist natürlich genau die falsche Sache. Eigentlich müsstest du gerade in einer Beziehung ganz entspannt sein und das auch tun können, wenn es dir danach ist. Ja, aber ich denke, das ist auch für sie eine schwierige Situation, vor allem, weil wir uns nicht so lange kennen. Mhm. Also da ist Distanz entstanden, ne, zwischen dir und ihr. Ja, und dann hat sie das mit dem Holland-Ausflug mitgekriegt und das hat ihr natürlich auch nicht gefallen. Ja. Und die andere Möglichkeit, die habe ich zufällig mit Alexander, also mit meinem besten Freund, entdeckt, wenn wir halt ein bisschen Alkohol trinken oder so, also halt, wenn man in solchen Rauschzuständen ist, die auch die Pillen bewirken, ja, dann ist das auch fast vollkommen weg. Ja, aber ist ja auch keine Lösung. Ja, eben, und deswegen weiß ich ja nicht weiter. Ja. Und das gefällt ihr halt nicht. Entweder ihr gefällt es nicht, wenn ich rumschreie, aber okay, wenn ich so drauf bin, dann halt auch nicht. Ja. Darf ich mal was Intimes fragen? Ja. Wenn ihr miteinander schlaft, hast du das dann auch? Ja, kommt, ja. Ja, schon. Und das heißt, du musst dich beim, wenn du Sex mit deiner Freundin hast, auch noch anstrengen, dass es nicht konzentrieren, dass es nicht so ist. Ja. Weil du Angst hast, das würde sie abtören dann. Ja, das ist mein Weg, mit was beschäftigt. Mhm. Hast du denn richtig klar mit ihr darüber gesprochen? Hast ihr das mal gesagt, dass dir das so zu schaffen macht? Ja, also jetzt nach dem Kinovorfall nicht mehr, weil davor schon. Ich finde, du solltest ihr das ganz, ganz klar sagen. Du solltest ihr sagen, pass mal auf, es ist so, dass ich nicht entspannt bin, wenn wir beide zusammen sind. Mhm. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Vielleicht bildest du dir auch einiges ein, vielleicht aber auch nicht. Wie bilde ich mir ein? Nee, vielleicht bildest du dir auch ein, dass ihr das etwas ausmacht. Dass ich so durchdrehe, oder? Ja. Vielleicht wird sie dir antworten, nee, komm, das ist doch völlig bescheuert, lass dich gehen, schrei, mach, was du willst. Ich bin doch nicht so blöd, nee. Ja, aber gut, das ist doch wieder auch normal, dass man da vorsichtig ist, und vor allen Dingen, wenn man sowas erlebt hat wie im Kino. Lass mich nochmal fragen mit der medizinischen. Bist du medizinisch in Betreuung? Ja, also ich bin beim Psychologen und halt normal sind wir durch alle möglichen Nervenkliniken und so gegangen, aber ich weiß nicht, das ist, also keiner weiß wirklich Bescheid. Es gibt Leute, die meinen, sie wären Spezialisten, aber es hilft halt alles nichts. Können wir vorstellen, dass du dich selbst da schon viel kundig gemacht hast? Ja, natürlich. Deswegen auch die Sache mit dem Holland-Ausflug. Also man probiert halt alles. Ja, ja. Man weiß halt, ja, das ist scheiße, aber... Kann man was über die Ursachen, den Auslöser des Tourette-Syndroms sagen? Das können die nicht sagen. Die können das nicht... Ist es was Organisches oder ist es was Seelisch-Psychologisches? Ja, was Psychologisches. Also was Nerven, also Nervensystem. Das heißt, du bist in Behandlung zurzeit, aber es ist gut. Ja, ich bin schon seitdem in Behandlung ständig. Also jetzt mittlerweile gehe ich da nicht mehr so oft hin. Ja. Weil es mir nicht hilft, weil solche ständigen Rauschzustände mit den Tabletten zugepumpt sein, das bringt mir auch nicht. Dann bin ich lieber bei klaren Sinnen und. Ja. Ich hatte noch nicht sehr viele Tourette-Betroffene hier bei mir in der Sendung. Wenn jetzt aber Leute zuhören, die das haben oder hatten oder die vielleicht im medizinischen Bereich arbeiten und Ideen haben, Therapieideen, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr euch bei uns hier meldet. Einmal, weil es mich sehr interessiert, zum anderen würden wir das gerne dann auch an dich weiterleiten, Matthias. Mhm. Wahrscheinlich nimmt man da gar nicht... Bitte? Kannst du mir Matze sagen? Ja, Matze, du nimmst wahrscheinlich dann auch jeden Hinweis gerne auf. So, das sage ich jetzt mal so. Das ist so ein Serviceangebot. Wenn da was eintrudelt, geben wir es gerne an dich weiter. Mhm. So, ja, das wäre nett. Nochmal zur Freundin zurückzukommen. Ich würde ihr das nochmal so klar sagen. Wie soll ich Ihnen das denn sagen? So wie du es mir gesagt hast. Dass du seit diesem Vorfall. Soll ich jetzt sagen, hey, setz dich mal hin, ich muss mit dir reden oder was? Ja, genau so. Ich bin seit diesem Vorfall im Kino, bin ich nicht mehr entspannt. Ja. Ich bin einfach verspannt, auch wenn wir beide alleine zu Hause sind. Und das geht nicht. Das ist für mich sehr schlimm. Und bitte Sie einfach, was dazu zu sagen. Hallo? Ja. Geht's? Ja, ja. Ich hatte so ein Gefühl wieder. Also ich wollte nicht, dass es so laut im Radio ist. Ja. So würde ich es machen, Matthias. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ach, klar kriegst du es hin. Ja, wenn ich sie damit verscheuche, so nicht, ja, aber, ich auch nicht wieder. Nein, Matthias. Vielleicht gibt sich das doch auch wieder. Nein. Ich will dir mal sagen, wenn du sie damit verscheuchst, dann ist es auch keine gute Frau.
Dann kannst du sie eh vergessen. Die sieht aber gut aus. Ja, gut. Das ist ja auch nicht alles. Das ist ja wirklich nicht alles. Nein, ja, aber ich denke, wie soll ich, die hat mich jetzt angesprochen und ich weiß nicht, ob mich noch mal einer anspricht halt. Gut, das Risiko muss jetzt eingehen. Die Alternative ist, dass du dich immer mehr verspannst in der Beziehung und du einfach nicht glücklich bist. Das ist ja nur auch keine Lösung. Ja, aber kann es nicht sein, dass einfach nur, dass sie sich dran gewöhnen muss? Nein. Nein? Nein, es muss erstmal ein offenes Gespräch stattfinden, finde ich. Ja. So, Matthias, jetzt würde ich dich gerne nochmal mit meinem Psychologen verbinden, der dir auch nochmal die Meinung dazu sagt. Mhm. Und wie gesagt, wenn bei uns Informationen eintrudeln, kriegst du sie. Ja. Okay? Jetzt legst du auf und Johannes, mein Psychologe, ruft dich an. Jo. Okay? Okay, danke, Damian. Alles Gute. Tschüss. Hat er wieder Damian gesagt, ne? Naja, egal. Karin, 45, guten Morgen. Oh. Hallo, Karin. Ist ein schwerer Übergang jetzt von diesem ernsten Thema zu meinem. Ich weiß ja gar nicht, was du mir erzählen willst. Erzählen, ja. Oder über was wir reden wollen. Ist schwer damit anzufangen. Nein, sagen wir so, ich versuche eine ganz gute Einleitung zu finden. Ich habe in einer langjährigen Beziehung gelebt, habe irgendwann einen Computer bekommen und habe so das, ja, bin irgendwie in das Wunschgebiet reingegangen, in den SM-Bereich. Mhm. Also das Erste, was ich am Computer gemacht habe. Ja. Und habe dadurch wahnsinnig viele Kontakte hergestellt, habe mich sehr viel in dem Bereich bewegt und habe im Prinzip einen Mann gefunden, den ich jetzt bald heiraten werde. So. Ja, und der auch schon aus dem Bereich kommt, aber mittlerweile ist es einfach so, das, worüber wir uns kennengelernt haben, ist nicht mehr so relevant. Die Liebe steht irgendwie drüber. Mhm. Und trotzdem beschäftigt mich die andere Geschichte eigentlich ununterbrochen. Welche andere Geschichte? Na, diese SM-Geschichte. Ach, SM-Geschichte. Es war eine klar definierte... Nochmal eins am anderen. Du warst in einer langen Beziehung. Wie lange war diese Beziehung? 6 Jahre. 6 Jahre. Dann hast du den Computer kennengelernt. Mhm. Ja, man kann es so sagen. Ja, genau. Ja. Über den Computer die andere Welt kennengelernt. Ja. Wie lange ist das jetzt her? Das war genau 2001, Anfang des Jahres. Ja. Und hast vorher so deine SM-Leidenschaften nicht ausgelebt? Ich habe sie nicht gewusst. Du hast nicht gewusst? Ich habe sie nicht gewusst. Ich habe nur gewusst, irgendwas ist da. Ja. Und das Medium Computer ist mir von vielen beschrieben worden als irgendwas, da kannst du alles wissen, alles herausbekommen. Und da ist der Funke gesprungen. Ja. Mhm. Und da bin ich ziemlich schnell auch in die Szene reingekommen. Ja. Wie bist du denn SM-mäßig gestrickt? Auf was stehst du? Ich bin die devote Seite. Die devote Seite, die lässt sich gern verprügeln. Mal ganz salopp gesagt. Liebe SMler, nicht schimpfen. Ich weiß, ihr seht das ganz völlig anders. Ich sage es mal wirklich ganz profan. Das war jetzt ganz profan, das stimmt. Aber ich meine, wenn man das jetzt so auf so einen ganz einfachen Nenner bringen will, ne? Ich bin nicht der prügelt, sondern ich bin der prügeln lässt. Ja. Die auch gerne mal auf allen Vieren durch die Wohnung krabbelt und sich... Nein. Nein, das nicht. Nein. Aber wenn er das will... Das ist genau die missverstandene Seite. Aha, sondern? SM ist... Nee, das ist ein auch ganz subtiler Bereich. Es ist ein Spiel mit der Macht und mit der Unterwerfung. Gut, aber das gibt's ja auch, dass jemand eine Hundekette durch das Zimmer geführt wird. Ja, das gibt's auch, aber das sind so diese Klischees, Wochenblattvorstellungen. Ja. Ich meine, ich sagte schon eingangs, dass ich mich auch sehr viel im SM-Bereich bewegt habe, auch auf Partys gewesen bin, auf Treffen gewesen bin und da halt auch kennengelernt habe, dass es da um wesentlich diffizilere Sachen geht. Absolut, das höre ich ja, um sehr differenzierte Dinge und subtile Sachen. Aber erklär uns doch vielleicht doch noch von einem oder zwei Beispielen, was das bedeutet, ich bin devot. Was heißt das für dich? Ich bin devot bedeutet für mich, dass ich mich völlig in die Hände von jemandem begebe und ihm die Regie überlasse, meine Wünsche zu erfüllen. Ah ja. Ihm die Regie überlassen, deine Wünsche zu erfüllen. Ja, das heißt, meine Wünsche, die ich vielleicht nicht äußern kann. Das heißt, es wäre durchaus, wir denken uns jetzt mal praktisch, dass wir dich an ein Bett fesseln. Ja gut, das mit dem Fesseln gehört schon. Ja, ne? Ja, ja, ne? Und das gehört schon dazu. Ja, wir fesseln dich an allen Vieren, an einem Bett. Aber vielleicht nicht unbedingt an einem Bett. Nee, auf ein Kreuz vielleicht, auf ein Andreaskreuz. Ja. Ja, schon besser, ne? Und wir verbinden dir auch die Augen. Ja, Verlust der Sinne. Ja, gleich ein Stichwort. Und dann könnten wir allerhand mit dir anstellen. Wir könnten dich vielleicht mit Wachs beträufeln.
Es gibt sehr viele Spielarten. Ja. Ich meine, das brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu erzählen. Ja. Du bist mit Sicherheit informiert über auch solche Dinge. Ja. Aber es ist nicht unbedingt die aufregende Art des Spiels, sondern es ist die aufregende Art des sich hingeben können. Ich danke. Das ist bei dir schon auch eine sehr, sehr, sehr geistige Sache, ne? Ja, ja. Ja? Mhm. So, jetzt aber zurück zum Stück. Ja. Jetzt hast du einen Freund kennengelernt, der auch aus dem SM-Bereich kommt, ja, der offensichtlich eher der Dominante ist. Nein, nicht eher, er ist der. Er ist der Dominante. Er ist der Herr. Geht es so weit, dass du es sagst? In gewissen Situationen schon, ja. So, und jetzt ist das Tolle passiert, was ja nicht oft der Fall ist, dass ihr euch richtig verliebt habt ineinander. Ja. Und dieses SM ist zurückgegangen innerhalb eurer Beziehung. Ja. Das heißt, ihr praktiziert eher Blümchensex, ist Sex miteinander? Ja, es ist in gewisser Weise der sogenannte Blümchensex, aber es ist in unser beider Köpfe nach wie vor vorhanden, nur es die Umsetzung. Es war am Anfang so, wir haben uns getroffen, ganz klar unter den Bedingungen. Kann es sein, darf ich das kurz so dazwischen fragen, kann es sein, dass die Liebe, die wirklich ernsthafte Liebe, diese Leidenschaft, diese SM-Leidenschaft nicht mehr so möglich macht? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Aber warum ist es dann zurückgegangen? Weil es wahrscheinlich wesentlich leichter gewesen ist, zu dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Man hat sich getroffen. Das ganze Treffen stand ganz klar unter dem Bereich, er ist der Herr und ich bin seine Dienerin. Aha. Das war ganz klar definiert. Jetzt nicht mehr. Jetzt eben nicht mehr. Jetzt sind wir Liebende. Ja, das meine ich ja. Das und trotzdem ist bei beiden von uns diese Neigung. Also ihr seid Liebende? Da. Das bedeutet, dass da noch ganz viele andere Komponenten mit reinkommen in die Beziehung. Ja. Die dieses reine SM-Verhalten erschweren. Ja. So kann man sagen, ne? Ja, so kann man sagen. Wir haben es auch versucht und wir haben es auch teilweise erfolgreich schon gemacht. Aber weil wir ja, haben beide diese Neigung. Das ja. ist, aber ihr seid ja dann, gehe ich mal von aus, das sind die meisten SMler sehr offene Leute, wenig verklemmte Menschen. Dann könntet ihr euch das doch vielleicht auch im Rahmen von Partys oder dass ihr andere Menschen dazu nehmt, suchen. Das ist auf jeden Fall auch der Fall. Das geht auch. Nur, ich weiß nicht. Du würdest es auch gerne mit deinem Partner weiter praktizieren. Ja, ich würde gerne diese Empfindungen auch so haben, weil wenn ich ihn sehe, sehe ich ihn einerseits als den Mann, den ich liebe und andererseits ist das, dieses andere Gefühl auch immer vorhanden. Ja. Aber ich kann das nicht ordnen. Ich ahne, was du meinst. Ich glaube, ich verstehe es auch. Und ich glaube auch, dass das äußerst schwierig ist, da den Schalter immer umzulegen. Ja. Und vielleicht je näher man sich verstrickt ineinander, im positiven Sinne, desto komplexer und komplizierter wird es. Ja. Habe ich keine Ahnung, wie man das macht. Ich eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es ja toll, dass ihr euch gefunden habt. Ja, es ist traumhaft. Ja. Es ist traumhaft, ich bereue keine Minute des letzten Jahres. Es jährt sich jetzt bald. Wie oft kommt es denn vor, dass es noch klappt, dass ihr SM-Sex miteinander habt? Dann muss ich eigentlich sagen, dass es sehr oft vorkommt. Doch, das ist doch okay. Ich dachte jetzt, das wäre schon ganz reduziert, alle 3 Monate. Oder das ist nur in meinem Kopf. In meinem Kopf reduziert sich das irgendwo, weil ich denke, das ist wirklich der Mann meines Lebens. Ich musste sehr alt werden, um ihn zu finden. Passt das nicht zusammen? Das ist der Mann meines Lebens und gleichzeitig, der soll auch mein Herr sein? Genau die Frage kann ich mir nicht beantworten. Hast du mit ihm, redet ihr, diskutiert er da auch? Ja, natürlich. Ja. Ich werde ihm auch erzählen, dass ich angerufen habe. Und er wird wahrscheinlich sagen, oh, so ein Mist, dass ich das nicht gesehen habe. Finde ich zum Beispiel auch wieder interessant. Rufe ich jetzt mal ganz offiziell für auf, auch für die morgige Sendung. Passt morgen auch wunderbar in die Sendung. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich bin nicht so wie ihr. Ich würde gerne auch mit SM-Lern mal genau über dieses Problem reden. Die Vereinbarkeit zwischen knallharter SM-Praxis und Liebe. Und das tiefer Beziehung. Da gibt es so viele interessante Leute, die da wirklich anrufen können. Das glaube ich. Und liebe Leute, wenn ihr so gestrickt seid und sowas erlebt habt, ruft mich bitte morgen an, lasst uns drüber reden. Mich interessiert es wirklich auch sehr. Und die Karin mit Sicherheit auch, dann wird sie davor sitzen, vom Fernseher, vom Radio. Nein, morgen sitze ich nicht davor, morgen Nacht muss ich arbeiten. Dann nimm es bitte auf. Weil ich weiß das nicht. Ich kann es nicht sagen, wie man das geschickt hinkriegt, dass man beides erhält, dass beides nicht beschädigt wird. Ich denke, wenn man den SM-Bereich nicht als eine Spielart, als eine, ich sag mal, abwechslungsreiche Spielart betrachtet, sondern wenn man merkt, dass bestimmte Neigungen ganz tief in einem drin stecken, dann bekommt man das auch eines Tages hin. Nur ich denke,
wenn man nicht erwartet, dass einen die Liebe dabei trifft, ja. dann ja. dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ja. Ich weiß es nicht. So, morgen heißt die Sendung Ich bin nicht so wie ihr. Und ich möchte unter anderem morgen gerne mit SM-Lern reden über die Vereinbarkeit von SM und großer Liebe. Ach, schade, dass ich morgen nicht anrufen kann. Nein, du willst ja auch was lernen, irgendwas erfahren. Ne? Ja, aber ich muss die Sendung muss ich mir wirklich aufnehmen. Nimm sie bitte auf und dann werden wir vielleicht morgen ein bisschen schlauer sein. Und vielleicht kriegst du wirklich den einen oder anderen guten Ratschlag und Tipp. Ja? Ich bin nämlich überfragt, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Schade. Ja. Ich habe immer gedacht, du bist so der Mann der Stunde, der eigentlich so über alles reden kann. Ja, aber da müsste ich ja nur wirklich auch in der Szene richtig drin sein und genau so das auch schon mal erlebt haben, um das beurteilen zu können. Das kann ich nicht. Das übersteigt wirklich meine Fähigkeiten. Macht nichts. Liebe Karin, herzlichen Gruß an deinen Freund. Ja. Und nimm mal morgen auf, mal sehen, was wir hören. Okay, danke dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Francesca? Ja, hallo Domian. 27 Jahre, sagt man Francesca? Francesca. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Schön, dass das geklappt hat. Ja, ich habe also mit Interesse jetzt gerade zugehört. Also im Prinzip gibt es auch ein paar Parallelen zu Karin, aber die Geschichte wäre wahrscheinlich heute zu lang. Ja. Mein Grundproblem ist im Grunde genommen, dass ich emotional zwischen zwei Stühlen sitze. Sprich, das heißt, zwischen zwei Männern. Ja, ganz genau. Das heißt, ich habe eine lange Partnerschaft hinter mir, 12 Jahre und war eigentlich die letzten Jahre sehr unglücklich und habe also auch festgestellt, dass es ziemlich zurückgesteckt hat. Es hat sehr lange gedauert, bis ich das begriffen habe, aber in dieser Partnerschaft ist es halt auch über gewisse Grenzen hinausgegangen. Das heißt? Es ist zu sehr starken Erniedrigungen gekommen, sprich körperlicher Gewalt. Aber nicht im SM-Sinne. Nein, nicht im SM-Sinne. Nein. Also, richtig, also einfach, das heißt, da hatte ich geschlagen. Ja. Auseinandersetzung, richtig. Das ist so eskaliert, dass das Verbale eben nicht mehr ausreichte und ich bin geschlagen worden, also fast krankenhausreif und verbal sehr stark erniedrigt worden. Und ich habe es nicht geschafft über diese 12 Jahre hinweg. Also das ging im Grunde genommen direkt nach den ersten 2 Jahren los. Das hast du 10 Jahre ausgehalten? Ja. Wie bist du denn gestrickt? Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls festgestellt, dass ich über diese ganze Beziehungssituation sehr geschwächt worden bin, dass viele Bereiche meines Lebens darunter auch sehr stark gelitten haben. Zum Beispiel? Der Beruf. Ja, was machst Freundschaft, du? Familie. Ja, was machst du vom Beruf? Eigentlich alle Bereiche des Lebens. Ja, und, was machst du vom Beruf? Ich bin kaufmännische Angestellte. Ja. Diese Beziehung ist dann beendet worden vor einiger Zeit, ja, einigen Jahren. Ja, ziemlich abrupt. Ja, von wem aus? Von meiner Seite aus. Da hast du es geschafft. Ja, aber nur dadurch, dass ich jemand anderen kennengelernt habe beim Weggehen und dass ein Mann war, wo eigentlich gar keine offensichtliche Attraktivität war, sondern so eine Art Seelenverwandtschaft. Ah ja. So, und dieser Sache bin ich dann auch nachgegangen, irgendwie so intuitiv, bauchmäßig. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Zeit gewesen. Ich bin dann zu meinem Partner gekommen, das war... Aber den gibt's heute nicht mehr, diesen... Nein. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich sitze zwischen zwei Stühlen, irgendwie zwischen zwei Männern. Ja, und das ist rein emotional. Das heißt, die Kontakte bestehen noch zwischen diesen beiden Männern. Aber ich habe Schwierigkeiten damit zu begreifen, dass es auch eine Art von Männern gibt, die wirklich auch gut zu Frauen sein können. Wer sind diese beiden Männer? Dieser Mann, der dich 12 Jahre da schlecht behandelt hat, 10 Jahre? Das ist mein Ex-Partner. Ja, du sagst, ich stehe zwischen zwei Stühlen. Ich habe schon verstanden. Ja, wer sind diese beiden Männer? Ist einer von diesen Männern, ist das diese alte Beziehung? Ja. Das heißt, es gibt da noch Verbindungen und Kontakte hin. Ja. Ja. Und der zweite Mann ist der, den du dann, von dem du gerade erzählt hast, den du da kennengelernt hast. Richtig, ja. Aber mit dem du auch keine Beziehung hast. Nicht wirklich, nein. Das heißt, da sind zwei Männer in deinem Leben, mit denen du eigentlich keine Beziehung mehr hast. Ja. Die aber irgendwie so an dir dran kleben. Richtig. Wieso kommst du von dem, der dich so schlecht behandelt hat, 10 Jahre lang, nicht gänzlich los und machst einen richtigen Schnitt? Und das ist genau mein Problem, Domian, weil ich irgendwie immer in diesen ganzen 10 Jahren immer nach Entschuldigungen gesucht habe und mir selber diesen Schuldschuh angezogen habe, dass dieser Mann im Grunde genommen berechtigt ist, mich schlecht zu behandeln. Ja, das ist aber dann aber ein tiefes psychologisches Problem deinerseits. Ja. Wie lange bist du von ihm getrennt jetzt?
Das ist ein knappes Jahr. Mhm. Und trotzdem ist dieser Mann noch existent und irgendwie werde ich nicht richtig frei, um mich für diese neue Beziehung zu öffnen. Das heißt, du würdest mit dem anderen gerne eine Beziehung eingehen? Ja, sehr gerne. Mhm. So, jetzt hast du mir gerade ein Stichwort gesagt, dass du dir selbst die Schuld gibst, letztendlich für all das, was da passiert ist. Ja, nicht komplett die Schuld, aber ich habe im Grunde genommen immer nach Entschuldigungen gesucht oder nach, wie soll ich das sagen, Gründen dafür. Also ich habe mich im Grunde genommen in dieser ganzen Beziehung, dadurch, dass der Mann sich nicht mir geöffnet hat, habe ich immer versucht, in seinen Kopf hineinzuschauen. Und ich habe letztendlich immer wieder, das Ergebnis war eigentlich, dass ich gesagt, illusorisch, so und so, aber letztendlich habe ich mir den Schuldschuh angezogen. Ja, so. Und das war das Stichwort. Ja. Ich bin der Auffassung, Franziska, nach dem, was du jetzt erzählt hast, dass das ein so gravierendes Problem ist, dass du wirklich eine Psychotherapie machen musst. Ja. Das musst du. Mhm. Das können wir nicht in 2, 3, 5, 10 Minuten hier mal am Telefon besprechen. Mhm. Da ist irgendetwas so tiefgründiges verwurzelt. Wenn das 10 Jahre dieses Verhaltensmuster angehalten hat, da kann dir nur ein Fachmann aushelfen. Ja. Und das auch nur mit kontinuierlicher Beratung und kontinuierlichen Gesprächen. Ja, weil ich sehe halt so mein Leben irgendwie so dahingleiten und habe mich mit dieser Situation irgendwie zufrieden gegeben und habe die Chance selbst verloren. Ja. Ja, aber du bist erst 27 und hast die Chance, dich jetzt zu regulieren und dich auch zu retten. Ja, und das möchte ich auch, weil dieser Drang, mich selber wiederzufinden, der wird halt immer größer. Ja. Ich könnte dir jetzt auch nur also als kleinen Service, nicht als Therapieersatz oder so etwas, als Einstieg, noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, der dir das vielleicht auch nochmal erklären kann, vielleicht auch noch die Formalitäten so erklären kann, wie man das macht mit so einer Therapie. Mhm. Dass du es machen musst, bin ich ganz sicher, ganz hundertprozentig von überzeugt. Mhm. Ja? Ja, okay, dann weil damit habe ich eigentlich auch schon irgendwie mit dem Gedanken habe ich gespielt. Ja, möchte ich dich bestärken, dass du auch mit der Vergangenheit abschließen kannst, mit diesem Mann vor allen Dingen abschließen kannst. Ja. Und diese Verhaltensrituale, die du da so eingebrannt in dir hast, dass die wegkommen, dass die aus dir heraus, dass die verschwinden. Ja, und ich merke das auch, also anhand von Freundeskreis, also jetzt von Unterhaltungen mit Freunden oder so, letztendlich nehme ich die Ratschläge vielleicht an, aber ich kann sie nicht umsetzen. Mhm, Nee, das fällt mir sehr schwer. Das muss jetzt professioneller gemacht werden. Ja. Du legst auf, ein Profi ruft dich an, nämlich der Johannes. Okay. Vielen Dank, Domian. Alles Gute. Tschüss. Abend. Tschüss. Danke. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, ich bin nicht so wie ihr. Und ich möchte demzufolge gerne mit Menschen reden, die sich selbst als unnormal bezeichnen. Im positiven Sinne durchaus oder vielleicht auch selbst im negativen Sinne, wie auch immer, sich als Außenseiter fühlen, die schlichtweg sagen, ich entspreche nicht der Norm und dem Normalen und würde natürlich gerne auch mit unseren SM-Lern reden über die Vereinbarkeit von Liebe und SM-Leidenschaft. Monika, 48 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, ich grüße dich, Monika. Ich hatte vor uns ein Gespräch gehört von der Anita. Ja. Bevor uns hattest, die 10 Jahre keinen Sex mehr gehabt hat. Das war Anita, genau. Ja, und da wollte ich anknüpfen, das ganze Gegenteil. Ich habe zwar keinen Sex mehr, großartig, aber ich habe eine wunderschöne Ehe. Aha. Also die Ehe ist wunderschön, obwohl kein Sex mehr stattfindet. Nein. Seit wann gibt's mein Mann möchte gerne, aber ich bin immer derjenige, der da abblockt. Warum? Weiß ich nicht. Versuch mal zu erklären. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also Erstens ist mein Mann krank. Ja, was hat er? Der hat einen Bandscheibenvorfall mit Unterbeinlähmung. Ja. Mit linker. Ja. Und er kann auch nicht mehr alle Stellungen, die ich gerne möchte. Na gut, aber man könnte ja vielleicht sich auf den... Freilich, das ist schon klar. Ja. Aber irgendwie, und ich hatte 96 eine Totaloperation, also die Gebärmutter raus. Ja. Und seitdem ist es noch ein bisschen schlechter bei mir geworden. Also noch schlechter wie sonst. Wir haben sonst immer, ich muss drüber lachen, wir haben sonst immer so alle 3,5 Jahre bestimmt mal in Sex gehabt. Wie, alle 3,5 alle 3,5 Jahre mal? Ja, ja, haben wir schon mal Sex gehabt, aber dann ist das wieder irgendwie, ich weiß auch nicht, aber mein Mann ist wunderbar trotzdem. Dann war das ja wahrscheinlich immer ein Riesenfest, wenn ihr denn mal Sex hattet. Ja, freilich, das schon. Das haben wir voll genossen. Aber trotzdem ist das denn für uns Monika, wie viele Jahre seid ihr verheiratet? 25.
20 Jahre nächstes Jahr, haben wir das selber nicht. Ja, aber dann habt ihr vielleicht 7, 8 Mal Sex miteinander gehabt. Nein, ich habe 3 Kinder. Also am Anfang war es schon ein bisschen heftiger. Ja. Ach, wir haben super Sex gehabt. Hinterher ist es dann haben am Tag, wo wir noch nicht verheiratet waren, haben wir am Tag mit unter 5 Mal Sex gehabt. Oh, dann habt ihr natürlich euch gut getobt da früher. Ich glaube, mit diesen Totaloperationen ist das auch oftmals bei den Frauen so eine psychische Sache. Dass sie sich irgendwie... Ist da im Kopf eine Blockade oder irgendwie... Obwohl es völliger Unsinn ist. Es ist organisch überhaupt nicht begründbar. Und die Frauen, die auch total operiert sind, können und sollen noch genauso viel Sex haben. Die Eierstöcke sind ja noch in Ordnung. Und das sagt mir ja auch die Frauenärztin, dass das alles noch voll funktioniert. Völlig, ja. Und ich bin jetzt in die Wechseljahre gekommen, weil das die Anita auch sagte mit den Wechseljahren. Ja. So, Monika, das ist aber für euch, auch wenn er möchte und du nicht so möchtest, kein Problem. Ich tue mich aber ohne selber befriedigen. Auch nicht? Nein. Was mein Mann macht, weiß ich nicht. aber wir verstehen uns glänzend. Und alles, die Ehe läuft super. Aber dir wär's wir haben bloß ein bisschen paar Tiefen drinnen mit den Kindern, was eben so ist. Ja. Allgemein, aber 2 Kinder sind raus, eine Tochter habe ich noch. Ja. Die ist 17 Jahre alt. Ja. Und ein Hund. Auch ein Hund. Also ja, und die Hündin, das ist ja das Schöne. Die schläft bei meinem Mann. Und wir schlafen getrennt, weil mein Mann ein großer Schnarcher ist. Ja, da wollen wir jetzt nichts Böses bei denken, dass die Hündin da schläft. Nein. Sag mal, was ich gerade fragen wollte. Wenn er sich selbst befriedigt, ist dir das völlig wurscht? Das ist mir wurscht. Ja, ist dir wurscht. Mhm. Ja. Ich liebe aber trotzdem meinen Mann. Ich hab das merke ich. Wir kuscheln, wir streicheln und alles. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt. Anita hat ja vorhin erzählt, dass es da auch gar keine Zärtlichkeiten gibt. Das habe ich mitgekriegt. Ich dachte, hä? Ja. Wie kann denn das möglich sein? Das macht natürlich vieles wieder gut, wenn du sagst, dass ihr auch körperlich eine innige Beziehung habt, wenn auch kein Sex mehr stattfindet. Ja, ich bin jetzt krank gewesen. Ich bin jetzt im Krankenhaus gewesen. Ja. Mein Mann, der ist da, also der sorgt und alles. Da macht meine Arbeit weiter. Der geht für mich putzen und weil er zu Hause, weil er krank ist und Da kann er putzen gehen mit dem Bandscheibenvorfall? Ja, das geht schon. Das sind kleine Sachen. Ach so. Ein paar Stunden. Also wenn er das kann, dann kriegt er doch auch einige gute Stellungen noch hin im Bett. Ja, freilich schon. Aber ich weiß nicht. Irgendwie, er gibt auch nicht den Anstoß dazu so richtig. Und ich sitze dann immer so faul auf der Sofa-Ecke. Ja. Obwohl ich gerade so verstanden habe. Gut, mein Mann hat jetzt so viele Kilo abgenommen. Ja. Er ist von 118 Kilo auf 95 Kilo. Ja. Und ich bin habe immer noch mein Übergewicht. Nämlich? Und bin auch, ja, ich hab. Verrat's mal. Na, doch, na, verrat's mal. Lieber nicht. Doch, raus mit der Sprache. Ja, ich bin sehr dick. Na, wie dick? Ja, nicht zu dick. Also, na, aber wie? Ich bin über 100 Kilo habe ich. 110? Ja, so ungefähr. 114? Ja. 116? Nee. Sagen wir 110. Naja. Sagen wir 110. Ja, habe ich. Und ich bin aber trotzdem, wir lieben uns aber, er hat mich trotzdem genauso lieb. Also ich finde das ja toll, wenn ihr euch da so arrangiert habt, ist das doch alles in Ordnung. Ich habe aber viel in meinem Leben schon durch. Ja. Unsere Ehe ist hoch und runter gegangen, aber letztendlich ist es immer nur wegen der Kinder gewesen. Ja, aber ich merke schon, dass ihr eigentlich ein glückliches Paar seid. Ja, wir sind ausgeglichen und Monika, wir haben viel durch, aber das ist Goldes wert. Das Beste draus. Das ist Goldes wert, wenn man so lange zusammen ist. Und noch eins, und jedes Mal, wenn wir haben ein Hobby. Ja. Beide. Wir fahren gerne Wohnmobil und sind mitunter, haben wir so einen Wochenendtrip mit dem Auto, fahren wir in die Berge. Ja, wie schön. So, und in die Berge, meistens, wenn das mal passiert, dann sind wir in die Berge und dann haben wir Sex. In den Bergen. Ja! Wann wart ihr das letzte Mal in den Bergen? Vor 2 Jahren. Ja, dann wird's aber höchste Eisenbahn. Ne? Also im Frühjahr steht eine schöne Bergtour an. Mit dem Wohnmobil. Ja, das fehlt eben immer das nötige Kleingeld dazu, weil mein Mann ja schon so lange zu Hause ist. Ne? Ja. Aber hat ja nur das bisschen Arbeitslosengeld und. Dann geht's aber rambazamba los in dem Wohnmobil. Das haben wir auch schon gemacht. Ja. Da klappt das, aber zu Hause. Vielleicht liegt geht das, vielleicht, Monika, vielleicht liegt das an der Bergluft, an der Höhenluft. Das kann vielleicht auch sein. Ne, die macht euch dann vielleicht scharf. Aber jeden
komisch, denn es sind ja schon längere Auszeiten dazwischen gewesen. Es ist ja nicht bloß 3 Jahre gewesen. Wir haben ja vorher, bevor das auch die Operation war, haben wir ja schon mit unter 5 Jahre schon zwischendurch gehabt. Ja. Also, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ob ich krank bin, dass ich das hier oben im Kopf da, dass das nicht mehr... Ich verstehe es einfach nicht. Ja, aber ist es auch egal. Ich finde, entscheidend ist, ob man sich gut fühlt und ob man miteinander gut auskommt. Ja. Und wenn ihr euch da so irgendwie arrangiert habt, muss man auch nicht groß drüber grübeln. Ich würde nur sagen, Spaß mal auf den nächsten Bergurlaub und dann freuen wir uns alle für euch. Okay? Okay. Alles Liebe und Gute, Monika. Tschüss. Weiter so mit deiner Sendung. Dankeschön. Man kommt bloß so schlecht durch. Ja, ist schwierig. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Monika. Und hier ist unser Ernst, 23. Richtig. Ja. Hallo Ernst. Hallo Domian. Hallo Ernst. Jo, zu dir. Mein Thema auf die Schnelle, so zum Ende hin, wäre folgendes. Ich habe eine Frau über die Line kennengelernt. Das war alles sehr spannend. Und entgegen meiner eigentlichen sexuellen Ausrichtung, womit ich wieder zu einer Anruferin komme, die eben gesagt hat, FM und Beziehung, aber das außen vor, habe ich mich mit dieser Frau eingelassen, ein paar Mal getroffen. Sie wohnt in Hamburg, ich in Hannover. Ja, das war gerade, das haben wir zu schnell eingeschoben jetzt. Du bist auch SM-orientiert? Ja, eigentlich schon. Ja, ich schon. Hat aber jetzt erstmal nichts mit dem Thema zu tun? Eigentlich 50-50. Gut, erzähl erstmal weiter. So, und jetzt hat das irgendwie so sexuell auch nicht geklappt und irgendwie tat es mir auch irgendwie ein bisschen leid, habe ich mich nochmal mit ihr getroffen. Es war alles sehr schön, sie hat sich immer sehr viel Mühe gegeben, aber ich habe dann die Beziehung beendet. Ja. Sehr auf beruflichen Zwecken. Ich hätte komplett alles umverlagern müssen und irgendwie habe ich da wohl auch Angst vor gehabt und ich habe das dann beendet. Ja. Und letzte Woche bekomme ich eine SMS. Herzlichen Glückwunsch, du bist Vater. Oh, von jener Dame. Ganz genau, wir haben uns 5-mal getroffen. Natürlich habe ich das nicht geglaubt, habe erst gedacht, die macht ein bisschen auf Paranoia. Ja. Wir haben auch nicht verhütet. Wir haben nicht verhütet. Wir haben nicht verhütet. Nein, habe ich nicht. Warum? Ja. Ich habe es anders gemacht. Ich habe gedacht, ziehst du vorher raus und das ist gewesen. Aber das ist natürlich eine dumme Einstellung. Mensch, weißt du, das haben die Leute vor 80 Jahren gedacht. So sieht das aus. Mensch, außerdem geht es nicht nur um Verhütung, sondern es geht auch um Schutz. Auch, ja. Mann, wenn ich das immer höre hier. Genau das. Deswegen spreche ich auch fast mit niemandem drüber, weil ich genau diese Ohrfeige, eine schallende Ohrfeige, verdientermaßen dann auch immer bekomme. Aber verdientermaßen, ja. So, jetzt ist sie, glaubst du es? Ich habe den Mutterpass in Kopie und ich habe auch Ultraschallbilder. Tja, und jetzt weiß ich im Grunde genommen nicht. Ja, warum denn nicht? Ich würde das auch tun. Ich würde mich auch einlassen auf dich und ich würde auch meinen Horizont erweitern. Das sind alles ganz hervorragende Ansätze, aber... Und du bist sicher, dass du der Vater auch bist? Weiß man ja auch nicht. Ja, okay. Darüber habe ich jetzt im ersten, glaube ich, überhaupt noch nie drüber nachgedacht, dass ich es nicht sein könnte. Ja. Ernst? Natürlich kann das auch sein. Ja, das traue ich ihr aber nicht zu. Also ein bisschen Menschenkenntnis traue ich mir selbst zu. Gut, aber was kennst du von der Frau, wenn du, wie viel Mal warst du mit der zusammen? 5-mal, sagst du? Ja, so zwischen 5 und 6 Mal. Gut, da guckst du halt Menschen wirklich an. Ja, okay, kann sein. Aber auf jeden Fall schiebt jetzt Paranoia. Jetzt kriege ich natürlich die Nachbriefe, du sollst dann dazu stehen, mit allen erdenklichen Sprichworten und Schimpfworten. Ich will kann sie natürlich auch verstehen, das ist ganz klar, aber ich habe nie den Eindruck gemacht, dass ich sie damit lassen wollte. Ich habe gesagt, okay, welche Entscheidung du auch immer triffst, ich werde sie mittragen. Das bedeutet also, in dem einen Fall solltest du dich gegen das Kind entscheiden, wie auch immer ich sie da unterstützen kann, werde ich das tun. Ja. Er sollte sich natürlich für das Kind entscheiden, was ich auch will, dann werde ich einmal meiner Pflicht nachkommen und darüber hinaus auch den emotionalen Schritt wagen. Nämlich, was heißt sie nicht mit dem Kind alleine lassen. Aber du willst ja nicht mit ihr zusammen sein. Ja, das ist natürlich das Problem dabei. Wie kann man dann seiner Pflicht nachkommen? Wie kann man dann das Gefühl eines Vaters? Also, ich finde erstmal respektabel deine Grundeinstellung, dass du sagst, okay, dann trage ich auch die Verantwortung. Das muss ich tun, auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr richtig so. Aber du musst nicht mit der Frau dann eine Beziehung eingehen, nur aufgrund der Verantwortung. Das ist auch eine Lüge. Du sollst dich das wäre auf einer Lüge aufgebaut, ganz genau. Ja, das finde ich so. Du sollst dich um das Kind kümmern, du sollst für das Kind da sein. Ihr sollt ein Arrangement treffen, du und diese Frau, dass das Kind eben auch einen guten Kontakt zu dir hat. Aber mir auch nicht. Tja,
Sie fragte mich dann, wirst du denn bei der Geburt dabei sein, wirst du den Bauch streicheln, wirst du bei der Einschulung mit dabei sein? Das sind so Hammerschläge. Ja, das ist schwierig zu sagen. Wo ich dann genau vor diesem riesigen Problem stelle und also wenn du noch mit der, mehr verstehe. Ja, wenn du mit der Frau eigentlich mit der Frau nichts mehr als Frau zu tun haben möchtest, musst du ja auch nicht den Bauch streicheln. Das Find Problem ich. Ist, dass sie menschlich gesehen ist ja einwandfrei. Ich habe ihr gesagt, ich liebe dich auf dieser Ebene ja, sehr. Aber dann könnte man ja. Aber das andere muss ich leider ausklammern und da gehört der Sex eben mit dazu und der passt und klappt überhaupt nicht. Ja, wenn die so ein ordentlicher Typ ist, kann man ja vielleicht wirklich diese, ich sag es mal, so eine solide freundschaftliche Ebene hinkriegen. Das wäre optimal für das Kind. Das ist unglaublich schwer, ja. Oder? Ich hab auch niemanden, ich wüsste niemanden, der da über irgendwelche Erfahrungen. Aber das ist ja die einzige Möglichkeit. Alles andere ist ja Quark. Alles andere wäre, du würdest dich dem entziehen, das ist nicht in Ordnung. Oder du spielst etwas vor, das ist auch nicht in Ordnung. Also gibt es nur diesen beschwerlichen Weg, den ihr irgendwie austüfteln müsst, ihr beiden. Ja, jetzt die Sendung vorbei, Ernst. Wie schade. Ja. Bist du wirklich erst 23? Du klingst älter. Nein, ich bin 33. Ach, 33. Ich hatte gerade einen 23 gesagt. Nein, das stimmt nicht. Jetzt die Sendung vorbei. Alles Gute. Tschüss. In der Technik. Gute Rundenhausen. Morgen sind wir wieder da. Ciao.